Ja, hallo Filmfreunde, ich bin's nochmal. Der erste Teil, der hat irgendwie abrupt aufgehört jetzt. Ich weiß nicht wieso. Da ich jetzt keine Lust habe, das alles nochmal neu zu drehen, mache ich jetzt einfach mit dem zweiten Teil weiter. Also machen wir jetzt mal weiter mit Crimson Peak. Ich habe keine Ahnung, warum die Aufnahme jetzt ausgegangen ist. Ja. Crimson Peak müssen viele kennen. Sorry, dass der andere Teil so abrupt aufgehört hat. Ich habe keine Ahnung, wieso jetzt die Aufnahme ausgegangen ist. Naja, machen wir einfach halt zwei Teile draus. Der nächste ist Im Herzen der See. Ist mit so einem Wal. Klang auch ganz gut und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Jo, Im Herzen der See. Jetzt habe ich Licht an. Vorher hatte ich, glaube ich, kein Licht im Handy an, oder? Schon ein Phänomen. Das Handy spinnt in letzter Zeit. Wie Brüder im Wind. Da geht es um so einen Vogel, um einen Adler. Und das klang auch ganz gut, deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Jo. Wie Brüder im Wind. So, dann habe ich als nächstes Cinderella. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, den müsste jeder kennen. Die Cinderella-Filme. Jo, dann haben wir noch Sanctum. Den kenne ich auch noch nicht. Der ist auch noch gar nicht lange her, der ist im Fernsehen gelaufen und den konnte man leider nicht sehen. Jetzt habe ich ihn einfach mal mitgenommen, weil das soll auch irgendwie so ein Katastrophenfilm sein. Deswegen habe ich mir den jetzt auch mal mitgenommen. Sanctum. So, und der letzte ist Unterwegs mit Jacqueline. Da ist irgendwie so ein Kerl, der will seine Kuh ausstellen und ja, geht er mit seiner Kuh da durch die Gegend. Keine Ahnung. Klang irgendwie ganz lustig und irgendwie ganz interessant. Deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Jo, und das war's dann auch schon. Und ich weiß immer noch nicht, wieso mein Handy einfach die Aufnahme abgebrochen hat. Jetzt habe ich auf einmal Licht im Handy. Hatte ich vorher auch nicht. Keine Ahnung. Also dieses Handy ist echt ein Phänomen. Naja, also das war's dann. Und ich danke euch fürs Zusehen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Man sieht sich. Bis denn. Ciao, ciao.